Das örtliche ohne Öl fehlt dir was. Ich verstehe mal Öl. Und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich einen Gast hier, und zwar die liebe Laura. Genau, und wir haben uns überlegt, wir drehen heute eine Challenge, und zwar die Telefon-Challenge. Und für alle, die nicht wissen, was es ist, also es ist so, wir haben uns ein paar Nummern rausgesucht und ein paar Wörter, die wir sagen müssen. Und ja, wer halt die Wörter innerhalb des Telefonats, bevor dieserjenige auflegt, sagt, also wer die meisten sagt, hat gewonnen. War das eine Erklärung? Ja. Und genau. Also nicht wundern, sie ist zum ersten Mal dabei, also nimmt sie nicht übel. Genau, und dann fangen wir jetzt mal an. Ach, und wundert euch nicht, wenn im Hintergrund irgendwelche Geräusche sind, das ist mein Nachbar. Also meine Wörter sind einmal Laubgebläse, Einhorn, Telefonrechnung, Schultüte und Eiersalat. Wer weiß, was Hamburg ist? Steht da. Ich glaube, das kann ein Friseur sein oder ein Pflegedienst. Ja, guten Tag, mein Name ist Frau. Und zwar, ich kann leider nicht so lange telefonieren, da ich sonst eine zu hohe Telefonrechnung bekomme. Und zwar geht es darum, ich habe letztens mein Einhorn vor ihrer Tür stehen gelassen und es wurde von einem Laubgebläse weggefegt. Und jetzt ist es einfach verschwunden und jetzt steckt es in meiner Schultüte drin. Können Sie sich diesen Eiersalat erklären? Und was soll das jetzt im Telefon? Story, das war echt geil. Ey, wie bin ich auf so einen Scheiß gekommen? Mein Einhorn wurde in der Schultüte gefunden. Yeah. Ich hab die Wörter. Kopfkino. Kotztüte. Mr. Bean. Ist mir egal. Da meine liebe Kamera immer wieder ausgeht, weil sie nicht fokussiert, rufen wir jetzt nochmal an. Und das letzte Wort war übrigens Pupsen. Das hat man jetzt nicht so gehört. Ja, hallo, bin ich dort im Kino. Kotztüte. Das ist aber lustig. Kotztüte. Du hast so ein Tipp. Ich wollte fragen, ob der im Kopf geht und pupsen muss. Was war denn das? Meine Wörter sind Bananenschaukel, Auto, Feierabend, Kummerspeck und Fremdschämen. Okay. Oh, Bettyline, ey, was hast du getan hier? Wo rufe ich an? Hotel. Du musst so ein bisschen halten, das Ding. Okay, ich tu mir weh, dann lache ich nicht. Einen schönen guten Tag, das Hotel Gloria Stuttgart. Mein Name ist Silvia Böhme, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, ich bin hier, bin ich da im Hotel Auto? Nein, sind Sie nicht? Ich habe gehört, Sie verkaufen Bananenschaukeln, bin ich da richtig? Haben Sie schon Feierabend? Mann, warum legt man mir immer auf? Hallo, haben Sie schon Feierabend? Ja, nee. Die ist noch Arbeit, haben Sie schon Feierabend? Wie behindert ist das? Okay, also meine Wörter sind Durchfall, Periode, Schulblock, Bauer und Kompressionsshirt. Das kann ich nicht mal aussprechen. Du, liebe Betty, rufst jetzt im Dönerladen an. Geil! Ich muss mit Durchfall sagen. Ein Döner mit Durchfall? Ja, guten Tag, mein Name ist Frau Bauer und zwar würde ich gerne bei Ihnen einen Durchfalldöner mit sehr viel Periodensoße bestellen. Könnten Sie das bitte auf Ihren Schulblock? Ich habe nur Schulblock gesagt! Vollidioten, Mann! Oh Mann! Also ich habe jetzt Bauer, Durchfall, Periodensoße. Hä, mit Periodensoße? Bah! Meine Leute, das sind Fruchtblase, Klopapier, Fußgeruch, Arschgeige und Ex-Freund. Okay. Ich habe mir eben Klopapier gekauft und da war eine Arschgeige drauf. Ist das normal? Bitte? Ich schwöre, es ist schlecht. Kaum, ne? Ich habe eine Arschgeige. Was? Du hast Fußgeruch. Was? Bist du mein Ex-Freund? Ich meine!
Brötchen. Du schreist sie an. Oh mein Gott. Ich hab ne Arschgeige. Rapper, und zwar wollte ich bei Ihnen eine Pizza bestellen. Bin ich hier richtig? Ja, Sie sind richtig. Okay, haben Sie auch eine Pizza Vogelkopf mit Babygeschmack? Ja, haben wir. Geil. Sind da Smarties mit drauf? Ja. Oh, geil! Ey, das ist aber nett lustig. Ich bin am Haken gehabt hier. Kennst du das, wenn die einfach mitmachen? Oder wenn die einfach so langweilig sind? Das ist ein bisschen lustiger Wort sein. Kannst du nicht einfach mal dran gehen und uns unterhalten? Nee, ich glaube, da haben sie mich irgendwie mit, mit Kummerspeck? Ja, okay, tschüss. Ja, würde ich mich fremdschämen. An ihrer Stelle. Okay. Also ich bin eigentlich die ernste Person ever, aber... Okay. Also ich bin eigentlich die ernste Person ever, aber... Ich hab keine Zeit. Hallo. Ja, ich hab grad. Ich hab ein. Was? Ich sagte, es war gerade ein wenig laut. So, mit wem spreche ich denn? Hallo? Ja, mit Mr. Bean. Ich hab immer. Kann sie ganz schlecht verstehen. Ich nehme mal woanders hin. Jetzt ist es besser. Hallo? Ja. Ja, ich bin Mr. Bean. Ich habe immer... Entschuldigung, ich werde hier gerade ein bisschen gestört. Ach, das macht doch wirklich sehr viel Spaß. Sehr funny. Das ist aber sehr funny. Funny. Das ist funny, frech. Testtüte. Das ist doch nicht funny. Hey, das ist doch nicht... Hey, das ist nicht lustig, aber funny! Ja. Und wenn das raus bin ich... Nö, das bleibt drin! Das ist doch das Lustigste, das Namengesicht. Ja, okay. Let's go. Ich hoffe, ich... Ich schwitze so gerne, das ist nicht normal. Ich weiß nicht, was du mir gesagt hast. Laura, du riechst. Laura, du riechst nach Kacke. Laura, du riechst etwas streng nach Kacke. Oh, scheiße. Ich brauch Deo, meine Freunde. Beauty-Werbung, also hier das Deo. Unsichtbare Transparenz. Wunder-Deo von Betty. Es ist so transparent. Angefertigt. Es ist so transparent. Also Schleichwerbung weiter. Das transparente Deo, es ist schon so transparent, dass die Packung verschwunden ist. Wie lässt sich das erklären? Reporterin auch. Schenkelklopfer, sag ich ja nur. Oh. Hä? Wie muss ich sagen? Was muss ich sagen? Ich, gell? Was? Das ist beseitigt, bitte. Leg auf. Es war voll die Panik geschoben. Muss mich an. Okay. Achtung. Oh, hei, hei. Ich bin jetzt so in einer Klatsche, ey. Scheiß. Betty, ich versuche mich gerade zusammenzureißen, denn du machst nur schlimmer. Sehenschirurgie! Ach du Ich muss auch sagen, ja, ihre Arbeiten sehen immer aus, als hätte man ihr ins Gesicht geschissen. Mit Durchfall. Sie sehen aus, als hätte sie Periode im Gesicht. Oh, das kann ich nicht machen. Sonst aber zeigen die mich noch an und suchen meine Nummer raus. Nur mal, Dings, wie heißt das, Wahl ist? Nee, nur mal wird die Wahl zeigen.
Was laber ich für ein Scheiß hier? Ja, okay. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert mich doch, da würde ich mich drüber freuen, auch so zu gucken. Falls ihr vielleicht mehr Videos mit Laura haben wollt, dann könnt ihr dem Video auch gerne einen Daumen hoch lassen oder ihr schreibt in die Kommentare noch mehr Videos mit Laura. Aus mir. Das will keiner wollen. Die wollen. Auf jeden Fall, genau, es kommt nächste Woche ein Video und zwar ist es eine Kooperation, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann würde ich jetzt sagen, bis nächste Woche und da werdet ihr auch erfahren, warum keine Kanada-Vlogs mehr hochgeladen worden sind. Genau, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ich will's auch mal machen.